Die Firma hat mir und meiner Frau gemeinsam gehört und wir waren froh, ein Familienunternehmen zu sein. Die Kinder wurden langsam Flücke und haben schon Interesse gezeigt, aber es war nie Bedingung, dass von der Familie jemand einbezogen wird oder das vielleicht tun muss, was wir machen. RE/MAX ist vom Familienbetrieb zum größten Immobiliennetzwerk Österreichs geworden. Die Gemeinschaft von Partnern und deren Kindern ist die gelernte Größe von Familie. Familie ist aber auch gelebtes Miteinander und schließlich gute Zusammenarbeit in Betrieben und Institutionen. Ich bin seit 1996 in der Immobilienbranche tätig, vom ersten Tag an im familieneigenen Unternehmen. Ich habe im Jahr 2003 begonnen als Makler im Büro in Amstetten. Und der wesentliche Unterschied zu heute ist, dass sich der Immobilienmarkt damals total anders dargestellt hat. Sprich, das Angebot war deutlich höher als die Nachfrage. Und das hat sich ja total gedreht. Inzwischen ist die Nachfrage weitaus höher als das Angebot. Und sie hat sich natürlich auf die gesamte Marktsituation niedergeschlagen. Das Immobiliengeschäft kann man lernen, aber die Werte und die Persönlichkeit muss man selber mitbringen.